Recht herzlich willkommen zur 126. Folge von Avorion. Ja, es gab wieder ein Update und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, Schiffe zu entern. Dafür muss man sie bis auf 30% von der Hülle runter haben wohl. Dann kann man mit Squads darüber fliegen und die dann einnehmen. Und dann ist es natürlich nicht weit entfernt, dass jetzt die Einheiten natürlich auch trainiert werden können. Und man kann sie auch klonen. Wenn man einen hat, muss man, glaube ich, 15 Minuten warten, bis man dann einen geklont hat. In der Zeit können die, glaube ich, nichts machen, also keine Waffe bedienen oder sowas. Das ist fürs Klonen. Und eine Akademie gibt es dann auch. Dies bedeutet, dass man seine Crewmember, also seine einfachen Schiffseinheiten, die Mannschaft einfach aufwerten kann zu Kanonieren und sowas und Kapitänen und so. Also das geht dann jetzt auch. Das haben sie neu implementiert. Eine Station kann man auch übernehmen. Dabei ist allerdings die Produktion am Ende dann kaputt. Dann funktioniert das nicht. Okay, mein Schiff in 40324 findet keine Asteroiden mehr. Das bedeutet, da ist jetzt alles alle. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist das? 40. 324. Das ist also da. Da der Miner. Das bedeutet, wir müssen den Miner jetzt eigentlich sagen, flieg mal woanders hin, ne? Kann man das jetzt so machen, ne? Das wäre cool, oder? Kann man aber nicht. So, kann man nicht. Wäre jetzt das Coolste, den jetzt nach da zu schieben und er würde dahin fliegen, ne? Ein Gimmick, das wir leider nicht haben. So, das bedeutet, wir müssen jetzt nach Norden irgendwie fliegen, um dahin zu kommen. Ach so, der, ich glaube, Christian Hütter hieß er. Der hatte mir noch so ein paar Dinge geschrieben, dass man einmal hier ins Schiff rein kann. Da kann man irgendwo sehen, wie viele Slots noch frei sind. Freie Geschütze. Bewaffnete Geschütze 3, unbewaffnete Geschütze freie. Wo sind denn die Slots dann? Ja, gute Frage, ne? Freie belegte Geschütze 1. Bewaffnete Geschütze 3. Unbewaffnete Geschütze 1. Keine Ahnung. Das ist das bestimmt nicht. Überraum, Rollen, Pitch, das ist alles Geschwindigkeit, Blöcke, Schild, Hülle. Mannschaft, nötige Piloten. Ich weiß nicht, ob das das erste ist. Crew sehen wir jetzt hier. Hat sich ein bisschen was geändert hier an der Optik, kann das sein? Hier maximale Kapazität und sowas gibt's auch. Weil man könnte sich ja jetzt voll pumpen mit Leuten. So, nee, das sind nur die Balken, wie wir da drin haben, oder? Die wir bräuchten oder so. Ja, das ist hier die Goodies, die wir einbauen können, haben wir ja. Da ist die Fracht, Energie, klar, das kann man alles ändern. Und das ist ja bekannt. Ja, hier kann man aber auch leider nichts machen, ne? 18 Antigrav-Einheiten hat das Schiff. 5 Neoniterz. 1005 Rohöl hat unsere Plattform. Das sind die Konstellationen, das ist klar. Und das ist alles geklärt. Gut, dann noch das Baumenü. Drücke F1, um Baumodus Steuerung zu zeigen, ne? Ja. Warum wurde das jetzt angezeigt? Alle Blöcke auswählen, Steuerung A, okay. An Excel spiegeln, ist klar, rückgängig. Wiederherstellen, Auswahl kopieren, einfügen. Steuerung V. In den Inventar einfügen. Alt links ist Ankerblock auswählen, okay. Das ist vielleicht noch ganz sinnig. Bauinventar anzeigen, Form anzeigen. Bauhilfe anzeigen, sind wir gerade bei. So, dann ist es wahrscheinlich das Baumenü. Ne, da sind wir ja drin. Hier unten meinte der Christian wahrscheinlich. Und das hier ist ja das Umschalten der einzelnen Ansichten. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht das meint.
Und hier kann man natürlich das Material dann auch noch auswählen. Ja, die beste Ansicht ist für mich irgendwo noch diese, ne? Ja, was haben wir da? Fehler melden, okay. Da ist jetzt nichts. Avorian, Baumaterial Avorian, aber ändert sich jetzt die Ansicht nicht, ne? Ist auch komisch, oder? Naja, gut. Gut, lassen wir so. Passt schon. Gittergröße ist hier, Skalierungsreichweite. Also hier können wir die Steine größer machen dann, ne? Oder wie? Gittergröße. Nee, das ist was anderes hier. Lokales Gitter, Blockmitte. Kein Einrasten. Okay. Globales Gitter, okay, dann rastet der so ein, ne? Kein Einrasten ist halt, dann kannst du es überall hinbauen. Aber das weiß ich nicht. Blockmitte. Okay, sehr interessant, aha. Globales Gitter haben wir, okay. Neutrales, ja, ist alles supi, oder? Gittergröße. Achso, dann springt der da weiter rüber. Wenn ich Gittergröße 1 habe, dann ist das das Normale. Gittergröße 2 ist er halt, dann lässt er mal einen frei, alles klar. Also 1 ist angesagt. Skalier schrittweise, okay. Haben wir dann auch auf 1 und wenn ich dann skalieren möchte, gehe ich auf A und das müsste das ja sein, oder? Nee, ist es nicht. Oder? Doch, nee. Gut, wenn ich jetzt das auf ganz klein stelle, dann werde ich wahrscheinlich hier... Okay, ja, dann haben wir kleine Unterschiede. Will ich aber gar nicht so sehr haben. Ich glaube, ich bleibe dabei 1. Gut, haben wir das. Was wollten wir denn da machen, weiß ich gar nicht mehr. Ist jetzt auch nicht so ein Spiel entscheidend. Unser Ziel war es ja... Ach so, Waffe, ne? Waffe war das Thema eigentlich. Und... Torpedola, Romia, Produktionsgebiet, Produktion, freie belegte Geschütze 1, bewaffnete Geschütze 3 von 4, unbewaffnete Geschütze von 2, da steht 1 von 2, okay. Das bedeutet, man kann da noch welche bauen. Jetzt müsste man nur wissen, was sind unbewaffnete Geschütze, ne? Bis dato brauchen die alle Leute, oder? Slot brauchen... Ah, da steht Slots brauchen sie 1. Auch. Das würde bedeuten... Ah, hier sind wir zum Beispiel... Ne, das ist ein Slot. Das ist 3 Slots. Steht aber auch überall Leute, ne? Aber hier sind Mechaniker verlangt. Sind das Unbewaffnete? Wahrscheinlich, ne? Hier ist jetzt so ein Symbol, das Sternchen zu Favoriten hinzufügen und das andere rechtsklick, um als Müll zu markieren. Ach so, dann kann ich das markieren, wenn ich das nächste Mal verkaufen will. Alles klar. Ja, jetzt aber nicht so spielentscheidend erstmal. Ja, das sind Riesendinger hier. So, was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir wollten noch ein Geschütz ja hinbauen. Wir haben wohl noch einen Slot frei.
Was ist das denn hier? Zwei Mechaniker, ein Slot. Aber den will er ja nicht bauen, oder? Oder doch? Weiß ich nicht. Und wo drauf soll der? Hier geht. Geht. Repairgeschützturm entfernt. Ach so, okay. Dann repariert er das Schiff. Alles klar. Wenn ich den jetzt wegmache und jetzt habe ich den nicht mehr ausgewählt, ne? Ach so, doch, der muss auf Naonit. Alles klar. Ja, aber den können wir ja mal ruhig hinbauen. Ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Ist hier auch Naonit? Ne, leider nicht. Aber ich glaube, wir setzen den hier schon hin. Das ist schon eine gute, coole Stelle vielleicht, oder? Gut, jetzt haben wir 3 von 3 bewaffnete Geschütze, 2 von 2 unbewaffnete Geschütze. Ist auch sehr interessant, ne? Aber ist halt so. Und hier ist jetzt 0. Alles klar, dann haben wir das erledigt. Dann passt das wohl, was der Christian mir da geschrieben hatte. Jetzt wissen wir das auch. So, jetzt müssen wir aber definitiv da oben hin. Und, ja. So, wir müssen erstmal aus dem Baumenü raus. Und dann müssen wir schauen, dass wir... Welches Tor ist das? Nordtor. Passt. Und Befehl. Es eskortieren. Da soll man mitfliegen. Okay, der bremst ziemlich gut jetzt gerade, ne? Ich hoffe, der kommt jetzt auch nach, ne? Nordtor war ja auch richtig, da war ja auch der Miner und den Miner müssen wir dann auch noch mitnehmen, ne? Oh, der ist gleich unten ins Reingeknallt, kann das sein? So, da oben ist der Miner dann. F. Befehle. Mich eskortieren. Gut. Knallt er jetzt hier rein? Nee, ne? Nein. So, der Sektor ist geräumt, also hat er gesagt, ne? 459 Asteroiden, 1100. Und hier ist auch noch einer. Ist aber nichts los. Was ist da? Wassersammler. Das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das ist meine Stelle, wo ich hin will, ne? Aber da sind zu wenig Asteroiden. Ich glaube, wir fliegen mal hier hin, oder? Also suchen wir jetzt erstmal das Tor. Kommt da? Ja, sieht so aus. Nord-Nord-Ost-Tor. Das war das Tor, wo wir hergekommen sind. Also geht's dann nach Süden. Da unten ist noch eins. Und das ist dann das West-Tor. Da müssen wir wohl hin. So, wer kommt mit? Wo ist denn der zweite? Da. Ich glaube, der ist aber auch auf dem Weg zu uns. Also er hat keine Asteroiden mehr gefunden. Das ist ja auch gut, ne? Und ich hoffe, die beiden kommen dann nach. Und das hat so geklappt. Und hier ist was los. Hier gibt es auf jeden Fall Asteroiden. Und hier kriegt er auf jeden Fall die Aufgabe hier. Ne, hier sind sie noch nicht. Wir müssen auch nach da oben hin, wollen wir noch. So, jetzt müssen wir gucken, wann die auch so durchs Tor kommen. Wo ist das Tor denn jetzt geblieben? Da. Ah ja, einer ist da. Jetzt müssen wir noch nach... Das müsste West weiter sein. Da wollen wir ja nicht hin. Da ist noch ein Tor, was nach Nord-Nord-West geht. Ist das Nord-Nord-West? Ja, ist Nord-Nord-West, ja. Jetzt müssen wir noch den zweiten abwarten, ne? In der Hoffnung, dass er dann auch kommt, ne? Gucken wir mal, ob wir den sehen.
Oder wann wir den sehen? Ein bisschen Abstand hatte der ja, das ist ja schon richtig. Er kommt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und da ist auch der andere, dann passt's ja. Gut, dann können wir weitermachen hier. Und ab durch das Tor. Und da setzen wir dann den Miner ab. Und der soll dann mal meinen, ne? Ein anderer Miner ist noch am werkeln, der holt noch Naonet rein. Gut. Gut, dann sind wir schon mal hier, ein bisschen weiter weg vom Tor vielleicht. Jetzt geht der Antrieb hier nicht. War da so schlecht bestellt. Sieht wohl so aus, okay. Gut, dann kann der Miner gleich hier weiterarbeiten, denke ich mal. Wie sieht es mit dem Rest aus? Der hat hier Raumjägerfabrik, Edelmetalle. Okay, Astronia ist auch durch dann. Eismine, Erzmine, Wassersammler, Ressourcendepot, Zinkmine. Jetzt müsste man gucken, was hier so geschäftsmäßig laufen könnte, ne? Was will denn so einer haben? Güter handeln. Die wollen Erz verkaufen. Antigraf-Einheiten wollen sie kaufen, war klar. Säure, Bohrer. Ja, wenn das mit dem Erz wäre ja eine ganz coole Geschichte, ne? Jetzt muss man nur gucken, ach, weißt du was, wir machen das mal ganz einfach. Astronia war ja der, der jetzt hier Güter kaufen. Soll Erze kaufen. Was sind das für ein Erz, was die da haben? Da steht Erz, okay. Jetzt müssen wir erst wieder gucken, wie groß das ist, ne? Super, oder? Menge? Ja, macht keinen Sinn gerade, ne? 70 kann ich nie eintragen. Geht der Nummernblock nicht? So, jetzt geht er. Und kommt die Meldung, kann er nicht? Ja, gut. Das bedeutet erstmal wieder raus. Nochmal die Erzmine anklicken. App. Güter. Und Erz hat das Volumen von 2, also 35. Sehr schön. Gut, jetzt wieder da rein. Da rein. Erz kaufen. 35. Hier ist aber leider noch kein Erz ausgewählt, aber haben wir jetzt. Kaufen. Und dann Güter verkaufen. Erze. Für ja 100% verkaufen. Kann er nicht. Achso, Menge fehlt. So, jetzt ist die Frage, was macht er? Keinen Händler gefunden, der Erz kauft. Also läuft. Funktioniert hier also auch gar nicht. Ja, das kannst du doch knicken, oder? Jetzt kannst du da kaufen fahren? Ja, was bringt dir das aber? Das bringt dir nichts im Endeffekt, ne? Also das mit dem Handelssystem, kannst du richtig knicken. So, dann widmen wir uns doch dem Miner. Das ist der. Abbauen. Und der macht sich auf den Weg. Das ist schon mal was Positives, ne? Wenigstens einer, der auf uns hört.
So, er macht jetzt was? Hat gerade gekauft. F. Ah, da kann man was transferieren, aber... Da sehen wir jetzt gerade nichts. Kauft der jetzt was ein? Er fliegt auf jeden Fall dahin. Gute Frage, was er da jetzt macht, ne? Ja. F. Ausrüstung handeln, okay. Ich glaube, wir fliegen da erstmal hin und schauen zu, dass wir was loswerden. Ja, aber Zeit ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns da in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, ein Abo habt ihr bestimmt schon, ne? Und nächster Schritt ist dann noch einen Daumen hoch zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und der letzte Schritt ist, macht euch die Glocke an, damit ihr Infos kriegt, wann das nächste Video kommt. Alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Ciao.